von Hähnel, die Jäger 10. Das ist so ein bisschen Swingerclub-Atmosphäre, oder? Mhm. Ja, okay. Ja moin, Stiefelzeit. Freundin, das letzte Mal sind wir zusammen losgegangen und haben meine Waffe eingeschossen. Heute haben wir das große Glück, dass ich meine Freundin ausnahmsweise mal filmen darf, wie sie das Ganze vonstatten bringt. Dann zeig uns doch mal ein gutes Stück. Was hast du uns heute mitgebracht? Ja, ich habe hier meine Waffe. Die ist von Hähnel, die Jäger 10, mit dem GRS-Schaft darunter und einem Zeiss-Glas. Sehr cool, alles klar. Und wie bist du damit zufrieden? Sehr zufrieden. Ja, eigentlich will ich nur sicherheitshalber nochmal einen Probeschuss machen. Um zu gucken, ob beim Transport irgendwie mal was passiert. Absicht diesen Schaft ausgewählt, weil ich damit während meiner Prüfung schon sehr zufrieden war und habe mich dann extra danach informiert und genau, bin jetzt auch sehr zufrieden mit der Waffe. Alles klar, dann wollen wir aufbauen für das Probeschießen, für das Kontrollschießen und dann lassen wir es knallen. Ja. Ja, ich weiß es auch nicht, keine Ahnung. Okay, sieht das bei dir auch immer so aus? Ja, das sieht immer aus, glaube ich, oder? Weiß ich nicht. Ich glaube, da kannst du 30 Jahre Jäger sein, auf so einen Bock kommt man nie elegant drauf, oder? Okay, du möchtest also in diese Richtung schießen, die jetzt direkt auf 12 Uhr liegt oder sagen wir mal 1 Uhr schräg gegenüber. Ja. Würdest du jetzt trocken einmal in Anschlag gehen, um zu prüfen, ob du den Sitz noch verstellen musst, oder? Eigentlich würde ich das nicht machen. Das würde jetzt mein Freund machen. Ach so. Weil ich mir denke, das ist zwar ein Probeschuss, der genau richtig sitzen soll und ich auch perfekt sitzen soll, aber in einer normalen Jagdsituation könnte ich das auch nicht. Deshalb würde ich den Sitz so stehen lassen und mich mit den Gegebenheiten abfinden. Aha, sehr gut. Also quasi geschossen wie geübt. Genau. Geübt wie geschossen. Wie sagt man? Geübt wie geschossen. Train as you fight? Aber das heißt eigentlich was anderes, ne? Train as you fight heißt eigentlich, ja? Okay, wir trainieren so, wie wir es im echten Dingsens auch haben wollten. Ja, ich sehe das theoretisch genauso. Also normalerweise würde ich so üben schießen, wie ich auch im echten Leben schießen würde. Deswegen finde ich Ergebnisse vom Schießstand, wo dann so Loch in Loch trifft, immer nur sehr, ja, die sind immer nur für mich teilweise aussagekräftig, weil es einfach keine Jagdsituation halt 1:1 widerspiegelt. Es ist halt eine andere Infrastruktur. Jetzt mal ganz abgesehen davon, dass wir keine Umwelteinflüsse haben, also zumindest auf den meisten Schießständen, wo ich dann immer unterwegs bin und sowas probe. Darüber hinaus habe ich meist Sandsäcke, die ich so auf so Ansitzeinrichtungen nicht dabei habe und das Jagdfieber ist nicht dabei. Auf jeden Fall, nichtsdestoweniger, sollte man das trotzdem üben und man sollte auch dieses Schießergebnis anstreben, denn wenn dann das Jagdfieber dann dazukommt und die Umwelteinflüsse, wird das Ganze noch schwierig genug. Aber du siehst das auch, oder? Was ist denn das? Wieso schwebt denn das? Hi. Hi. Danke. Bitte. Das Gute, wenn man jetzt zu zweit als Team unterwegs ist, ist ja, dass man ja, sozusagen sich gegenseitig helfen kann, unterstützen. Das heißt, ich kann ihr die Trefferpunktlage mit ansagen. Wo sie abgekommen ist, muss sie mir dann ansagen. Und danach kann man schon mal eine grobe Feinjustierung vorstellen. Eine grobe Feinjustierung? Eine grobe Justierung vornehmen am Gewehr, nicht wahr? Was ist denn der Unterschied zwischen Abkommen und... Ach so, richtig, genau. Also das Abkommen ist der Moment, wo das Absehen, also das Fadenkreuz beispielsweise, im Moment der Schussabgabe auf dem Ziel ist. Das ist das Abkommen. Und die Trefferpunktlage ist dann die Trefferpunktlage. Also da, wo der Treffer gesessen hat. Ist klar, wir ziehen jetzt noch Gehörschutz an. Das sollte man sowieso immer tun, weil wenn Gehör kaputt, dann kaputt. Da passiert dann nicht mehr viel. Und ich gucke parallel so ein bisschen mit. Wollen wir mal sehen. Auf jeden Fall ist der Karton weggeflogen, aber ich habe ein ganz gutes Gefühl. Alles klar, ich gehe mal gucken. Du bleibst jetzt sitzen, ich gehe mir den Karton angucken, sage dir dann, wo es gewesen ist. Da kann ich ja jetzt prima ein Foto von machen und ihr mitbringen. Das ist halt so das Ding, wenn man dann selber geht, ja, dann ist natürlich die Herzfrequenz wieder höher. Wenn man das so üben wollte, ist das sowieso gut, ne, mit erhöhtem Pulsschlag zu schießen. Das wäre ja, ja in der echten Situation genauso. Aber wir wollen ja auch ein bisschen schauen. Ist die Trefferpunktlage so, dass wir der ganzen Sache vertrauen können? Also ist quasi das Gewehr und die Optik, sind die so aufeinander abgestimmt, dass da schon mal nichts schief gehen kann? Gehen wir selber als Jäger ja auch viel ruhiger an die ganze Situation. Zumindest geht mir das immer so. Ja, Saftkarton liegt im Knall, würde ich sagen. Jetzt ist die Frage, welchen Apfel sie anvisiert hat. Wenn es der war, dann ist das
2 cm aus der Mitte raus, dann ist das in Ordnung. Könnte natürlich auch der gewesen sein, genau hier drauf. Dann ist es 1 cm nach unten. Das wäre auch in Ordnung. Aber ein Schuss ist ja noch lange kein Trend. Das heißt, wir machen auf jeden Fall eine Gruppe, entweder 3, also aber 2 Schuss müssen es mindestens sein. Sagen, also wirklich 2 cm zu weit nach rechts ist auf jeden Fall noch in den 9. Ja. Also es liegt damit auf jeden Fall. Ich mache noch einen hinterher. Sehr gut, alles klar. Gut, bis gleich. So, da haben wir den Kerl jetzt. Das hier war der erste Schuss. Dies hier ist der zweite Schuss. Der Haltepunkt war das hier, nicht? Mhm. Und genau, also davon ist es 1 cm weg. Hiervon ist es 2 cm weg. Ich würde jetzt einmal nach links verstellen. Ja, es ist jetzt hier alles nicht so taktisch wie bei deinem Gewehr, bei der Ticker. Deswegen muss ich hier erst aufschrauben. Und dann kann man das hier ganz gut sehen. An der Seite wird rechts links verstellt und hier oben wäre hoch runter. Ein Klick ist immer 1 cm. 1 cm nach links. Das heißt, ich mache jetzt einen Klick nach links. So. Sehr gut. Alles klar. Rock'n'Roll. Ja. Und schwenke hier einfach da in den Durchgang. Ja, mach das ruhig. Alles klar. Wollen wir also schnell noch ein bisschen über das Schussergebnis fachsimpeln? Wenn man das so sieht, könnte man natürlich geneigt sein zu sagen, Mensch, das ist ja richtig toll hier. Genau da rein, wo du hingehalten hast. Aber um der Wahrheit die Ehre zu geben, finde ich das relativ bescheiden, das Ergebnis. Denn dies hier ist der erste Schuss gewesen und wenn ich so einen Schuss mache und das jetzt ernsthaft bewerten wollte, dann ist das natürlich gemäß der jagdlichen Situation immer so, dass du nur den einen ersten Schuss hast. Und der ist natürlich relativ weit, also 2 cm aus der Mitte raus und dann nochmal 2 cm nach unten hin weg, was jetzt trotzdem noch im Leben wäre. Also wenn ich mir vorstelle, so groß ist das Herz, ja, dann ist das trotzdem noch da drin. Das wäre alles in Ordnung. Also das Tier würde liegen, würde ich jetzt mal sagen. Aber nichtsdestoweniger, der erste Schuss ist entscheidend. Das heißt, da besteht noch Übungsbedarf, was mich auch zu dem nächsten Punkt bringt. Das, was wir gemacht haben, war jetzt ein Kontrollschießen oder ein Anschießen bzw. ein Einschießen. Einschießen ist immer dann, wenn man schon eine kleine Justierung am Zielfernrohr vornimmt. Ein Übungsschießen darf im Revier nicht stattfinden. Ein Übungsschießen darf nur auf Schießplätzen stattfinden. Ja? Das heißt, gucken, ist noch alles in Ordnung? Das ist das Anschießen. Und das Einschießen, das heißt, eine Justierung vornehmen, nochmal kontrollieren, vielleicht nochmal justieren. Das darf auch im Revier stattfinden, was in meinen Augen auch eine gute und notwendige Sache ist. Denn gerade in Zeiten von Corona, wo die Schießstände geschlossen waren oder sind, ist es dem Jäger ja nicht möglich zu kontrollieren, ob seine Waffe noch weitgerecht schießen kann. Nichtsdestoweniger, um das jetzt richtig zu üben und zu trainieren. Da sollte man auf jeden Fall auf den Schießstand gehen, gar keine Frage. Genau, der zweite Schuss war dann in Ordnung, der ist dann da genau drauf gewesen. Eigentlich hätte ich jetzt noch einen dritten Schuss machen müssen, um auch zu kontrollieren, ob das dann wirklich auch so ist. Und dann hätte man eine kleine Gruppe von 3 Schuss. Besser, vielleicht wären sogar noch 5 Schuss gewesen. 5 Schuss würde man sozusagen das Zentrum mitteln. Und dann könnte man sagen, ungefähr da sind dann die Treffer, liegt dann der Treffer. Das heißt, sieht zwar gut aus, im ersten Moment könnte man meinen, wenn ich es so hochhalte, könnte man meinen, es sieht richtig gut aus. Aber ein Schuss ist noch lange kein Trend, selbst wenn es gut mal war. Ne? Zufällig. Blindes Huhn findet auch mal ein Korn. Genau. Bei Lara ist ja alles gut gewesen, das haben wir ja gesagt. Sie hat die Veränderung vorgenommen und ist jetzt gerade mal einen schmalen Zentimeter über dem, wo sie angepeilt hat. Das ist sehr gut und damit haben wir beide eine gute Grundlage, um wieder auf Jagd zu gehen. Damit ihr auch in Zukunft nichts verpasst, unbedingt Kanal abonnieren und das Glocke läuten nicht vergessen. Bis dahin verbleibe ich freundschaftlich. Call to Action und Horrido.